Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train. Ja, die ersten drei Gruppen hatten wir uns ja schon angeschaut. Und jetzt wollen wir uns die vierte Gruppe anschauen, die spielbar ist. Die sogenannten Umbra. Die Umbra sind spezialisiert auf, ja ich sag mal, das Opfern kleiner Einheiten. Und ja, dadurch werden die dann stärker. Ist eigentlich ziemlich cool, gut gemacht. Zu kombinieren ist relativ schwer. Sie müssen quasi vorne stehen, damit sie effizient sind. Ich würde vorschlagen, dass wir hier tatsächlich die Höllenhörner als Unterstützung nehmen, die dann quasi brutal von hinten mit draufkloppen. Wie gesagt, ist nicht einfach, vor allem weil die Höllenhörner ja auch viel Platz brauchen. Gucken wir mal, wie das wird. Den stellen wir noch runter, damit das auch fair bleibt. Gut, legen wir einfach mal los. So, er wird am Ende Zauber verbrauchen. Okay. Dann schauen wir mal. Gut, wir können mehr Platz kriegen. Oder aber, wenn er selbst eine Einheit frisst, kriegt er plus zur Angriff ein Leben und hat zwei Lebensraub. Den würde ich gerne so spielen. Das mit dem mehr Platz ist zwar nett, aber da gibt es auch genug bessere Karten, die das können. So, 25%ige Chance, dass ein Gegner einen 5 Schaden zufügt, wenn sie den Zug benutzt, ist nicht ganz so geil. Nur wenn ich einen Zauber spiele, durch den ein Gegner Einheit auf- oder absteigt, Wände zusätzlich zu erschwindeln. Ja, könnte man auch, ist beides blöd. Ach, schwer wieder. Nee, wir nehmen das. Ich finde beides, wie gesagt, nicht gut. Aber ich glaube, das passt besser, wenn wir jetzt nicht die passenden Karten ziehen, kommen wir sonst nicht weiter. So. Genere Einheiten auf jeder Ebene. Akzeptiert, her damit. Kriegen wir hin. Hey! 25%! Zweimal getriggert bei. Ach, das ist mathematisch. Ne, bei 9 aus, trotzdem mathematisch vollkommen richtig. So, folgender Vorschlag. Wir spielen ihn. Schaden kriegt er eh quasi keinen, weil er sich ja wie durch den Lebensraum heilt. Wir machen rein uns noch ein paar Einheiten und das sind diese Kleins verbessern. Dadurch, dass er den frisst, kriegt er einen 3 Angriff ein Leben und dadurch, dass er gefressen wird, kriegen wir nächsten Zug quasi einmal Glutasche zum Zaubern dazu. Gut, schade, dass der Kleine da hinten ist. Den machen wir kaputt, damit wir das kriegen. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich könnte den vorne als Kugelfang hinstellen, wie ich ihn eigentlich gerne hinstelle. Ich würde vermeiden dann. Oder stellen hier hinten hin. Dann kann ich ihn aber nicht mehr stärken. Ist auch blöd. Nee, ich glaube, dann tue ich der Höllenklug tatsächlich mal Schaden zufügen lassen. Ja, und der kann durch hier hin. Nehmen wir erstmal ein bisschen Schaden in Kauf. Ja, wie gesagt, zweimal einen Schaden. Sei es drum. So, der heilt ihn. Das könnten wir jetzt hiermit vermindern. Oder verhindern. Vermindern ist Quatsch. Nochmal Lebensraub und plus 2 Angriff. Kriegst du gerne. Du kriegst ein bisschen Schaden. Das gefällt dir doch. Die stellen wir hiermit auf. Du machst hier schon eine Abwehrlinie. Ja, einfach damit wir spielen. Zack. Wenn ihr seht, halt durch das Opfern kann man dann wirklich gut buffen. Bestens war da auf jeder Ebene ein, der das macht. Und dann haufenweise Zeug dahinter. So, okay. Du bist nervig, deswegen verhindern wir das. Den einen lassen wir ruhig so hochkommen, wie er möchte. Und verstärken unseren Bossi hier. Erstaunlich, dass wir jetzt fast nur die ziehen, die Mana bringen. Aber gut. Ja, eigentlich nicht gut, aber egal. Die Effekte triggern ja trotzdem. So, die Rollen machen wir jetzt weg. Zack. Genug Mana haben wir ja. Und kriegen immer noch mehr Mana.
Mit dir kann ich aktuell nichts anfangen. Noch ein bisschen Direktschaden. So. Ja gut, wir sehen, die Runde geht an uns. Ich könnte jetzt noch stärker machen, ich nehme ihn jetzt aber nur als Schütze, den Kugel fangen und gut ist. Und zack, ist er. So, zwei Wut und zwei Glutentzug auf eine verbündete Einheit und kriegt drei Mana. Wir brauchen erstmal Minions. Ich nenne die mal so. Nimm drei ungewöhnliche oder seltene Nugget-Einheiten auf die Hand. Doch, kann man zwar nur einmal spielen, aber soll's. Wende drei Wut auf verbündete Einheiten an. Oder fügt eine Gegenstände 5 Schaden zu, dem niedrig. Der haut ordentlich Schaden raus. So, Geld und Zauber verbessern oder Einheit kriegen. Das ist eine Umbra-Einheit. Die brauchen wir relativ gut. Und da haben wir schon was Gutes. Der Nugget-Meister, erzeuge eine Kopie, wenn du auf dieser Ebene eine Nugget-Einheit rufst. Ja, ist ziemlich geil. Problem ist nur Platz. So, wen brauchen wir endlos? Theoretisch dich, weil wir dem noch Schaden raushauen können. Schadenschild. Ah. Plus 10 Angriff habe ich jetzt eigentlich auch keinen, den ich brauche. Allerdings du musst du mal im Leben bleiben. Wir verbessern den einfach mal. So. Und weiter geht's. So, gegnerische Nicht-Boss-Einheiten kommen mit 3 Dornen ins Spiel. Das ist immer problematisch, das lasse ich weg. So, theoretisch können wir den direkt hier unten raushauen. Ja, ihr denkt jetzt, oh mein Gott, da verliert er den. Ja, aber dadurch kriegt schon Platz mehr, das werdet ihr gleich sehen. Das ist durchaus Systematik vom Spiel. So, plus ein Leben und plus ein Schadenschild für den bringt dann so ein Spiel. Aber ich darf einen kopieren, aber da ich noch nicht so viel habe, ist es auch egal, dass ich keinen Platz habe. Dann kriege ich halt Überplatz. Ist ziemlich cool. Nutzen wir massiv aus, die Mechanik. Gut, da oben brauche ich jemanden. Das bist du. Hier basteln wir uns wieder so ein Nugget hin. So, und jetzt tun wir alles, was ein bisschen nervig wird. Kurz abballern, das ist der. Und dann war es das auch schon. Ja, ihr seht, wir tun uns dann jetzt massiv pushen. Hey, 3 Stück. Ja, warum nicht? Hauen wir raus, ne? Das können wir uns sogar aussuchen, was wir am liebsten wollen. Mir wäre am liebsten einer, der Lebenverknüpfung macht. Haben wir nicht. Der steht vorne. Der bräuchte eigentlich auch Leben. Damit er ein bisschen was aushält zur Not. Machen wir trotzdem mal. Du wirst hier Akro. Hier setzen wir den anderen hin. Oder den. Der ist endlos. Habe ich eigentlich nichts von, wenn ich nicht spiele. Das eine Mana lassen wir jetzt halt weg. So, gucken wir mal. Also wir brauchen den hinten eh nicht zerstören. Wie wir sehen, kommt der Strand. Theoretisch könnte ich einfach weiterklicken. Ich möchte gerne noch gucken, aber ob ich es noch besser hinkriege. Lebensraub. Ja, genau das, was ich wollte. So, Sache hat sich gegessen. Ach, stimmt ja, der hat ja Fläche, der Bösewicht. Aber egal, dann hauen wir drauf. Ich muss sagen, Fläche finde ich ist eine krasse Fähigkeit. Die haut immer rein. Das hier ist eigentlich auch mal ganz geil, wenn man es am Ende einsetzt. Ich nehme es einmal. Die Foto verbündete Einheit an der, das ist. Ja, gut, mit dem Schadenzauber auf ihn selbst, dann kriegt man wieder Platz, aber. Nee. Wende 4 Wut und 5 Rüstung an. Für 2 Mana.
Ja, gut, wenn man jemanden Mehrfachschlag hat. Habe ich sowas? Ich glaube nicht. Ja, nehmen wir das. Artefakt. Rüstung. Hm? Wenn du in einen Zug deine dritte Karte spielst, hier eine. Perfekt, brauchen wir. So, was haben wir noch? Verrechnen ist am Ende, ne? Ja, der wäre es unterstützt auch nicht schlecht, aber wir brauchen erstmal einen, der mit auf unsere Ebene spielt. Nehmen wir den. Gucken, was der Zug ist. Kopiere eine Karte oder kopiere eine Karte fünfmal. Fünfmal ist meistens zu heftig. Wir können natürlich einen mit Verbrauch fünfmal kopieren. Wir müssen nur die Kleinen nicht so oft spielen. Weißt du was, das machen wir. Nutze ich sonst selten. Gefahr ist hierbei nämlich immer, dass wir jetzt hauptsächlich dieses Zeug ziehen und nicht weiterkommen. Aber da wir unseren Helden immer ziehen und der aktuell auf Fressen aus ist, explodieren zweimal die Bomben. Okay, da der auf Fressen aus ist, kann wir eigentlich gar nicht zu viel haben. Gut, da unten starte ich. Hehehehe. So. Aber egal, dann starten wir halt bei dir auf der Ebene. Und ja, jetzt muss ich mich entscheiden, den hier hin oder den hochspielen. Ey, der wiederkommt dort, weil sowas kriegen jetzt relativ schnell. Und deswegen finde ich diesen kleinen Scheißer so geil mit einmal ausspielen, ne? So, der hat ein Schadensschild. Ah ne, er hat keins, aber kriegt eins. Und wird allerdings drauf gehen. Aber guck mal, wir haben jetzt irgendwie ganz viele Minions. Ich muss nur kurz schauen, wir haben. Bitte jetzt nicht zu viel mit Platz rumhantiere hier. Ich will es nicht sinnlos verbrauchen. Also hier vorne brauche ich einen, der stirbt. Das kann der ruhig sein. So, dann habe ich noch Platz für drei. Das heißt, da unten brauche ich keinen, da komme ich nicht weiter. Das heißt, wir haben nur den hier noch raus. Ja, wir machen das schon strategisch. Allerdings hat der jetzt kein Schadensschild. Das heißt, ich kann den wegknallen. Genau. So, der kriegt immer Schadensschild dazu. Wir brauchen also quasi überall welche mit viel Angriff. Allerdings braucht der hier auch besonders viel Leben. Zack. Zack. So, jetzt könnte ich mir, wie gesagt, noch die Minions holen, aber ich habe davon nichts. Hiervon hat man erst am Ende was. Wir belassen so, wie es ist. Und füttern uns jetzt rein, ganz groß. Wie gesagt, den können wir jetzt unten hinsetzen, der räumt erstmal die Bahn der ein bisschen. Ja, okay. Jetzt gerade nicht. Hier ein bisschen sicher. Geht der Kleine nur drauf. Unten können wir zwei unserer Freundinnen klatschen. Da oben brauche ich Platz für Minions. Ja, direkt oben, ne? Entschuldigung, es soll kein Schaf heute haben, aber das war schon geil. So, zack, wieder weggerockt. So, Platz haben wir genug. Also können wir auch unser, ich nenne es mal Rare spielen. So, vier Stück könnte spielen. Wollen wir nichts verschwenden. Lebensraub brauchst du. Ja, dann kriegst du die anderen. Ihr seht, jetzt bräuchte ich eigentlich die Karten hier ein bisschen Platz verschaffen. So. Können wir Daedalus schon mal ein bisschen schwächen? Er hat Schadensschild, auch wenn die zwei explodieren. Könnte es mir egal sein, allerdings, wenn ich das Ding schon drauf habe. Man muss nicht sinnlos seine Leute verheizen. So. Ja, gib mir dir die Rüstung. So,
So, jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3, 4 Plätze habe ich immer noch. Hat sich nichts geändert. Also haben wir noch so einen raus. Seht nebenbei. Buchnäse Abschlagestapel, Verwandlungsstapel. Das sind die ganzen kleinen Minions. Aber auch schon drei diese Nuggets in der Flasche. So. Lebensraub. Hierhin bitte. Und alle anderen hierhin. Theoretisch könnte ich das sogar spielen. Dann kriege ich einen, der aber direkt mit einem Ablagestahl kommt. Das heißt, dann ziehe ich den und spare mir irgendwann mal Mana. Ist eigentlich gar nicht mal so doof. So, der macht zwar Eile, aber das ist uns relativ egal. Ich überlege, ob ich mir jetzt echt den einen Schadenspunkt gönne. Nö. Gönne ich mir nicht. So, Daedalus macht mit 8 Schaden direkt. Okay. 3, 4 Plätze haben wir. Einen könnte ich noch zaubern. Oh, der ist ziemlich geil. Aber der mit Lebensraub ist für den wichtiger. Hier brauche ich bloß einen, der kurz mal blockt, sage ich mal. Da ist der am ehesten noch als Opfer gedacht. Ach, der macht auch Lebensraub. Na gut, dann kriegt er hier oben halt auch Lebensraub ein bisschen. Zack. Und der ist am geilsten, ihr seht, der macht plus 5, plus 5. Hier zaubern wir uns noch einen. Gut. Und dann kannst du losgehen. Auch wenn der oben keinen Lebensraub braucht. Ja, ihr seht, der hat jetzt 56 Angriffe halt so. Das hauen wir gleich auf den noch drauf, dann rocken wir zum Quadrat quasi. Ja, dich als noch als kleines Fleischschild hier. Wie gesagt, das ist scheiße, weil es Glutentzug theoretisch macht, aber der kriegt Lebensraub dazu und der ist für uns ganz praktisch. Ja, ein bisschen Schaden hauen wir noch direkt rein. Und jetzt hat sich das auch gegessen. Das Geile bei Lebensraub ist halt, man braucht genug KP, dann heilt er sich. Aber bei Schadenschild ist es egal. Allerdings ist das anfällig für Mehrfachangriffe, also man muss da ein bisschen balancieren. So, 25 Rüstung. Oh, Multischlag, Multischlag. Ist egal, was der Rest ist, Multischlag. Angriff, dränge die an. Achso, ist ein Angreifer. Nö. Ja, der ist stark, braucht viel Platz. Stelle 10 Gesundheit wieder her und füge gegnerischen Einheiten 10 Schaden zu. Ne, finde ich nicht so gut. Ich nehme den Unhold lieber, auch wenn der teuer ist. Platz. Bei denen immer Platz wählen. Es gibt keinen Grund, bei denen keinen Platz zu wählen. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Hier links habe ich nicht wirklich was von, ne? Gehen wir rechts von. So, gucken wir mal, wie wir ihn verbessern können, dass er noch stärker wird. Ja, wir erhöhen die Sättigung. Trampelschaden ist allerdings auch geil. Dann rockt er halt durch die Kleinen durch. Er wird natürlich auch noch größer. Ne, wir geben ihm Trampelschaden tatsächlich. Bringt ihm sehr viel. Aha. Wende 3 Wut auf verbündete Einheiten an. Wie gesagt, eigentlich habe ich von dir nicht viel. Mana kriegen wir wahrscheinlich genug. Verbessere eine Einheit mit Flink. Ja, das wirst du nur du. 25 HP. Das wirst du, denn du stehst am vordersten Front immer. Und plus 10 Angriff. Kann man jetzt streiten, wer das kriegt. Kriegt er jetzt auch, wenn er Flink ist, bringt das was. So, gegnerische Nicht-Boss-Einheiten erhalten Multischlag. Ja, Humor ist, was ihr draus macht. Scheiß drauf, wir versuchen es mal. Unser Glut geht's gut. Wir haben ein ziemlich geiles Deck aktuell.
Gut, der müsste quasi sofort immer sterben. Hier unten möchte ich jetzt gerne den Raum frei halten, damit da Dingsbums reinkommt. Wie heißt das? Der Kleine? Ja, da kriegen wir zwei direkt hier und nächstes Zug genug Mana, um alles möglich zu machen wahrscheinlich. Außerdem können wir das, den Quatsch dann decken. Okay, kleinen Moment. Das ist mir auch nicht ausgedacht damit. Gemein. Na gut. Aber wohl fühle ich mich dabei nicht, muss ich euch ganz ehrlich mitteilen. So, den brauche ich nicht unten hinstellen, das hat keinen Effekt, obwohl. Nö, mit dem Mana kann ich eigentlich nichts anfangen, ne? Gut, das kriegt der hier alles. Wie gesagt, mit dem Mana, ansonsten weiß ich erstmal nichts. So, dann für nächstes Zug noch ein Puffer. Der greift noch einmal an, das heißt, der muss weg. So, wir haben noch Platz für drei, zumindest nur sinnvoll Platz für drei. Ah nee, Quatsch. Wir haben ja, haha, durch den Raum ja eins dazu. So können wir noch einen vierten hinzu. So, wie gesagt, den unten hinzustellen, habe ich, oder hat niemand was von. Machen den noch ein bisschen Schaden und gut ist. So. Was mich ein bisschen ärgert, dass hier geht wieder keiner drauf. Und dadurch kriege ich den aber auch nicht hochgeheilt. Deswegen muss ich kurz rechnen, wie ich es mache. Ich könnte natürlich den Kleinen wieder hinstellen. Machen wir auch so. Hier geht er auch drauf. Der geht nächstes Mal eine Garantie drauf. Wir bereuen irgendwas. Holen uns die Dinger. Geben unserem Freund hier Rüstung. Ja, und dann füttern wir den hier oben, ne? Ja, ist nicht ganz einfach. So, diesmal ist es kein Problem. Ich muss bloß den killen. So, jetzt muss ich kurz schauen. Fünf Plätze. Macht durchaus Sinn, beide zu spielen dann. Ja, drei ist zu viel. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wer hat Lebensraub? Echt keiner gerade? Nett. Gut, dann kriegst du den. Das ist immer in der Weste. Die Westen gehen jetzt nach oben. Leben braucht der eher weniger, der braucht direkt einen Angriff. Ich sagte hoch. So. Ja, der kriegt halt auch einfach mal einen. So. So, mal sehen, wie weit wir noch hochrüsten können. Ja, der Schadenzauber, den würde ich irgendwann gerne aus dem Deck raussortieren. Der bringt einfach fast nie was. Ist einfach schlecht, sagen wir so hardcore, wie es ist. So, bringt es hier irgendwas, den hinzustellen? Oh ja, tatsächlich, der kriegt dagegen einen Schaden. Yeah. Ja, da du momentan nicht viel hast, rüste ich dich lieber noch nach. Ja, ansonsten habe ich nichts.
So, jetzt kriegen wir ordentlich negative Karten. Oh, da haben wir aber echt schlecht gezogen. Du brauchst auf jeden Fall das. Ich spiele die jetzt, weil es immer das Beste ist. Hätte ich eher gebraucht. Egal, ich sehe gerade, wir überleben es. Also hauen wir hier durch. Ja, deswegen, manchmal ist es ein bisschen schwer. Aber es ist ja auch eigentlich die Sache, die spannend macht. Wenn es gar nicht schwer wäre, wäre es auch langweilig. Und wir haben das simple Drücken von Knöpfen, da können wir auch einen Würfel werfen. Außerdem hatten wir oben ja noch unsere massiv geschützten. So. Was haben wir denn? Die Asche der Gefallenen. Rufenfähigkeiten werden ein zweites Mal ausgelöst. Rufenfähigkeiten. Das haben meine kleinen Kobold-Duplos. Schade. Ich dachte ja, nehmen wir trotzdem. Läuft ja passiv. Zähle eine Einheit mit Verbessern. Blablabla. Wenn du 2 Schadensschild, 6 Wut und 3 Glut hinzufügen. Verbraucht. Ziehe eine Einheit und verbessere sie mit plus 5 und minus. Oh ja. Verdoppelt die Anzahl an Wut. Haben wir nicht. Füge Verbündeten und gegnerischen Einheiten hinter. Ja, auf dem leeren Feld kann man das mal einsetzen, aber ansonsten nicht. Yay! Auf jeden Fall unsere kleinen schlechten Schadenzauber hier raus. Wir kriegen einfach nichts mehr. So. Artefakt holen. Füge der hinteren gegnerischen Einheit 3 Schaden zu, wenn bei einer Nugget-Einheit Verschlungen ausgelöst wird. Oder das. Das hier. Immerhin verschlingen wir ganz viel unsere Nuggets. Ein Zauber mit Einbehalt verbessern. Er kommt also immer wieder. Habt ihr gerade dieselbe diabolische Idee wie ich hab? Wir behalten den. Machen ihn eins billiger. Dann können wir den jeden Zug spielen. So ein 10 magische Kraft. Ja, kriegt dann halt eins diese Sendung. Das müsste theoretisch sogar klappen. Nicht bloß ein Heidenstein, die gesamte Gesundheit wieder her, wenn sie in Eden aufsteigen. Nee, das lassen wir lieber aus. Es klappt nur, wenn ich mein Inferno, was ich jetzt hier habe, quasi in den ersten Zug raushauen kann. Jetzt erwartet. So, da die Tarnung haben und ich jetzt die untere Ebene für mein Inferno bereit haben möchte, vermeiden wir es mal ganz großzügig, irgendwas Krasses zu machen in der Richtung. So, wir haben 4, 5, 6 Plätze. Das heißt, dich kann ich noch raushauen. Und dich. Lebensraum. Nein, ganz tiefer, danke. Ja, du musst nicht leben. Du hier oben kriegst den ganzen Rest. So. Durch Trammel müsst ihr die jetzt eigentlich alle wegkroppen. Geil. Und der heißt sich halt, so ist es gewollt. So ist es schön. So läuft die Sache. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Theoretisch 5 Plätze. Ja gut, wenn ich 2 Spiele verliere, ich quasi 1 Platz, aber hey. Was soll's. Was ist das? Passieren einer, verbessern plus 5. Ja, warum nicht? Dann haben wir vielleicht noch Verwendung für den Kleinen. Naja. Hey, wie toll. Aber er ist ja endlos, von daher stört mich das wenig. So. Lebensräubchen. Was macht das? Schadensschild. Ja, den anderen. Ich könnte theoretisch so beschützen, wenn ich den da vorstelle. Aber warum sollte ich das tun? Nö, mache ich nicht. So, wir buffen uns schön. Wie gesagt, damit es kein so machen, da kocht jetzt den Trammel weg. Zack.
Ich hatte ja gehofft, dass die eine andere Einheit, eine der 4-4er zum Beispiel, wäre fast kostenlos gewesen. Na gut, hier, viel Spaß. Ja, schade, jetzt haben wir nicht genug Mana. Wir hätten was Besseres ziehen können, aber haben wir halt nicht. Schaffst du das? Oh, nee. Wir müssen tatsächlich noch nachrüsten. Ich überlege noch gerade, wie. Können wir das überhaupt? Nee, ich glaube, diesmal müssen wir den Schaden wirklich in Kauf nehmen. Wollen wir das, wenn eine verbraucht wird? Ja, doch, wir überleben. So, Inferno, zack. Aber jetzt können wir hier unten freie Bahn machen. Finde ich voll geil. So. Warum habe ich dich denn jetzt gezogen? Ja, dich brauche ich jetzt auch nicht. Gut, Lebensraub. Zack. So, und hier oben, der müsste ja dann immer Schaden kriegen. Wenn ich jetzt 3 Stück spiele, kriegt er 9 Schaden. Dann sind wir bei 45. Müsste genau hinkommen. Es geht sogar noch mehr. Okay, das falsche Rechnung. Achso, die greifen auch noch teilweise an, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht mit einkalkuliert, aber ist egal. Aber das ist gemein. Einmal, diese Karte wird nach dem Spielen wieder oben auf den Zielstapel. Das heißt, wenn ich sie haben will, muss ich sie ausspielen. Will sie haben, muss sie ausspielen. +4, gut, kriegst du. Noch ein bisschen Rüstung hier, viel Spaß damit. Aber es ist jetzt auffallen, die Mana-Dinger, die wir brauchen, die ziehen wir jetzt gerade nicht. Das hast du mir doch gedacht. Inferno! So. Ist schon mal geil, ne? So. Tatsächlich, damit er hier ein bisschen was verliert, müssen wir ein paar kleine Minions da rausschmeißen. Ja. Oh, das ist gar kein Zauber. Ich überlege gerade, wie ich es mache. 12. Und die anderen beiden kommen runter. Dadurch kriegen wir jetzt nichts als Vorteil, aber er verliert Tarnung. Damit stehen wir wahrscheinlich lang genug. Wir müssen zumindest versuchen. Schade, wir bräuchten hier noch. Haben wir ja quasi. Der Verschlinger erhält +1 und ein Schadensschild. Das heißt, wenn ich den doch dahinter packe, kriegt er 2 Schadensschilder. Und überlebt er anscheinend auch trotzdem nicht. Komisch. Gucken wir uns das mal an. Oh ja, es fehlt ein bisschen was. Aber das ist der Nachteil, den ich meinte, wie gesagt, dass Schadensschild dann halt besser als Lebensverknüpfung. Wie heißt das richtig? Moment. Achso, haben wir nicht. Aber okay. Ist nicht schlimm. Wir haben ja ihn. Und der reicht uns auch. Schade, hat gehofft, wir würden unser Ding ziehen, dass wir noch ein bisschen Lebensverknüpfung oder sowas kriegen. Aber okay, ist nicht kritisch. So. Wir haben genug Schadensschild. Und jetzt rocken wir hier quasi die Sache. So, Verbrauch, füge da. Ja, brauchen wir. Ah, das brauchen wir auch. Wir haben viele Karten, die wir nicht spielen können. Wir brauchen erstmal Mana. Mit der Vortragsgegenstand 15 mal so viel Schaden, wie Kobold in den Deck sind. Das ist nicht viel. Ja, der Transzendent-Kobold ist noch ein bisschen besser. Er ist zwar die geilste Karte, aber halt nur, wenn man viele Kobolde hat. Deswegen ist er für uns eigentlich eher nur ein Opfer. Karten entfernen, eine Karte kopieren, oder? Ja. Entfernen. Tun wir uns so 2 nutzlose Schadenzauber hier. Den lassen wir noch, der hat ja noch Sinn.
Obwohl, lass es erstmal gucken, vielleicht kriegen wir hier eine geile Karte, die können wir dann eventuell so direkt kopieren. Verliere 5 Gesundheit, 5 für eine Chance ein Artefakt, mal gucken. Halt, opfern wir nochmal. Yeah, 3 magische Kraft, das ist ja bei nicht vorhanden sein von Schadenzauber mittlerweile. Ja, einer, glaube ich, ne? Genial. Gut, das war wortwörtlich eine Niete. So. Wir können irgendeine Karte kopieren. Wir bräuchten ja eigentlich auf jeder Ebene einen Fresser. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt die untere Ebene als Opfer. Das heißt, wir könnten den noch verstärken, wenn wir noch einen hiervon haben. Man muss ja auch strategisch vorgehen. Ja, ja. Okay. Ich denke, es ist ganz klar, was wir spielen müssen. Die 5 Schaden müssen wir jetzt einfach mal kaufen, obwohl, dann verschwende ich einen Mana. Gemein. Ja, das sind so Sachen, die mich dann ein bisschen ärgern. Okay, das ist ja die Strategie. Weil das kommt, weiß ich gerade nicht. Das hier machen wir uns mal weg, das nervt mich. So. So, wie gesagt, damit haben wir an sich kein Problem. Außer, ja, dann müssen wir den jetzt in Kauf nehmen. Zack. Der wird dann hier oben gebraucht werden. Haben wir jetzt noch keinen Nutzen von? Ja, ich weiß. Bing! So, jetzt müssen wir kurz erstmal schauen. Was bringt Mana? Du kriegst Mana, pass auf. Du passt hier am sinnvollsten hin. So, Lebensraub. Dahin. Ich glaube, nebenbei ist da nicht genug Platz für den, oder? Doch, passen alle hin. Cool. So, ultimative Muse. Aber darauf war ich vorbereitet. So, bam. Ablagestapel Trainer Glutasche, sehr schön. Zieh eine Einheit, verbessere sie. Okay. Yeah! Naja. Okay. Du brauchst am ehesten Leben. Du kriegst den ganzen Rest. Wie gesagt, eigentlich brauchen wir die hier nicht. Nur zum Notfall. So. Wir machen den Weg frei. Zack. Kurz rechnen, obwohl hier muss ich nicht rechnen, ist klar. Zack. Ja, und hier dürfte dann vom Platz her eh gleich Schluss sein. Wir können dann noch einen hier holen. Dafür brauchen wir nicht einen unserer wertvollen, sage ich mal. Wie viel haben wir davon eigentlich schon verbraucht? 3 Stück, okay. Na gut, dann wird er halt stark. Warum nicht? Ist ja auch nicht schlecht. Fail haben auch schon ganz schön runtergebracht auf 300. So, Glutasche, da kriegen wir genug Mana, dass wir ein bisschen blödeln können. Oh, haben wir jetzt 2? Achso, wir haben einen nachgezogen, ne? Schade, dagegen kann man nichts machen. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Eine müssen wir halt behalten.
ganz ehrlich, ich will die jetzt loswerden. In dem Moment teilen wir noch ein bisschen Schaden aus. So. Ja, jetzt die Frage, wie wir spielen. Ist eigentlich keine Frage, es ist eine klare Ansage. Spielen wir erstmal das hier. Wäre natürlich geil, wenn wir Pell jetzt in einen Zug rocken könnten. Aber das können wir nicht und deswegen machen wir das auch nicht. So. Schadenschild. So, habe ich jetzt irgendwas davon, wenn ich mir noch einen Minion hole? Nee. Ja gut, kommt. So viel Schaden heute eh nicht raus. So, und dann ist Fell die Lichtschwinge dahin. Schade halt nur, dass wir ein bisschen Blut verloren haben. Ja gut, wir müssen jetzt hier nicht wirklich was machen. Wir machen aus Langeweile einfach noch ein Opfer hin. Trampelschaden, ja, könnte man gebrauchen. Nuggets machen uns, glaube ich, gerade genug, oder? Doch, dadurch, dass wir dieses Verbrauch haben. Platz brauchen wir. Wir haben Platzproblem. Wer ziehen wir denn? Oh. Sieht doch diesmal noch gut aus. Ich könnte links noch Karten verbannen. Nee, ich stelle ein bisschen Blut wieder her. Außer kann ich meine Einheiten verbessern. Trampelschaden, Zeit, Lebensraub. Also hier steigen nur die Werte oder hier buffen wir ihn permanent. Oh, hier wird er noch riesig. Nein, wir machen ihn zu viel Platz. Eine Einheit wird größer und kriegt alle möglichen Buffs dazu. Oh, ich bleib bei dir. Plus 25. Ja, theoretisch wäre es ja bei dir denkbar. Aber sind wir ehrlich, so weit kommt es nicht. So, und hier kann man dann Artefakte später wieder kaufen. Alles klar. Mit 5 Dornen. Nee. Wenn die kleinen Minions angreifen und dann auf Dornen treffen, gehen die kaputt. Das macht die ganze Strategie kaputt. Nee, nee. Lass mich, du hast Flächenschaden, ne? Nee, du bist nur flink. Ach Quatsch, das ist der. Darum geht's uns. Ach, Glutentzug. Ja. Wir haben, wie ihr seht, eine sehr schlechte Starthand. Viel schlechter geht's kaum. Okay. Ja, das ist einfach geil gelaufen. So. Ja, sehr schön. Kommt doch was Gutes dazu. Dumm. 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 Ja, wie gesagt, die brauchen wir nicht. Hier könnt ihr euch austoben. So ziehen wir sie wenigstens nicht wieder. Trotz Schadenschild wirkt der Glutentzug, ne? Das ist echt mies. Das ist so mies. So, Lebensräubchen. Deswegen, die mag ich auch nicht. Die machen so komplett Strategien kaputt. Es kann so weit gehen, dass wir gar nichts mehr spielen können bald. Seht ihr, wir sind auf 1 also. Die
Den krieg ich auch nicht so kaputt, schau mal, der hat auch 90 HP, ne? Also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer gedacht hat, hey, das wäre doch eine sinnvolle Idee. Anscheinend gab es da jemanden. Aber ich finde eigentlich, der hat nicht allzu weit gedacht. So. Aber okay, wir kriegen das irgendwie hin. Ganz ehrlich, den brauche ich jetzt auch wirklich dringend. Sonst kommen wir nämlich an den hinschauen. Mir fehlt ein Mana. Ja, was machen wir denn? Wie kriege ich den weg? Antwort lautet nicht. Da oben brauche ich kein Hinspielen von denen. Der schaut aber nur aus, wenn der stirbt. Passiert nicht. So, aber wie gesagt. Ja, ist egal, wohin ich sie spiele. Weil sie triggern ja eh nicht. Naja. Beim Flächenschaden und Blutentzug, Alter. Das ist so böse einfach nur. Ja, ja. Ich weiß, dass ihr alle lieb seid. Also spielt das mal, aber wir wissen nicht, was es bringen wird. Ich kann ja nur hinten einen hinstellen, der es überlebt. Ich könnte den hier vorne hinstellen. Dann fängt er schon mal 2 Schaden auf. So, und du bist der Einzige, der den Spaß überlebt. So. Bam. So, dann nimmst du wieder 2 weniger als 2 Mana. Mache ich immer mit 3? Ja, tatsächlich. So, und dann wieder weniger, wer der das wieder macht, den Spaß. Und was wir für welche ziehen, ob da überhaupt was überlebt? Hier, ne? Die beiden können wir hochpacken, überleben. Haben wir Platz für dich. Ja, natürlich wird der Schaden. Achso. Er wird stärker, wenn er Schaden kriegt. Okay, gut. War falsch. Allerdings mit Schadensschild zum Beispiel ist das egal, wie viel Schaden er raushaut. Es wird halt abgefedert. So, oben kriegen wir wieder 2 Mana weg. Bleibt 1 über. So, dann hauen wir uns so Glutasche mal raus. Die ist viel so geil. Ach. Wir haben keine unserer supergeilen Karten gezogen, egal. Dann kriegst du jetzt Trampel, nützt jetzt nichts mehr, aber wir tun so, als wüssten wir es nicht. So. Haben wir auch nichts von, ne? Gut. So, mal sehen, wie weit wir kommen. Ich glaube, er schafft den jetzt aber auch schon. Mann, wir haben 154, also, ne?
Klar wäre es geil, ein bisschen Lebensverknüpfung gezogen, wenn er sich auch mal geheilt hätte zwischendurch, aber haben wir nicht. So, und zack. Ja, wie gesagt, oben hatten wir auch noch eine krasse Death gehabt. Gut. Hat geklappt. Plus 2 pro Zug, es muss allerdings am Leben bleiben. Und wir haben ein bisschen Platzprobleme. Bei Nugget einen heiligen Verschling auslösen ist auch geil, können wir mehrmals. Aber wir brauchen meines Erachtens echt noch mehr Mana. Gut. Ims. Ach nee. Okay. Ich denke, der rechte Pfad sieht gut aus. Schauen wir mal, was erstmal ein paar Artefakte da sind. Ich finde schon noch besser. Komm mit 3 Wut ins Spiel. Ist okay. Bewahre die Energie. Das ist gut. In einen Zug rufst du Helde 3. Geil. So, wenn wir von 50 neu einkaufen würden, käme eh nichts bei raus. Können wir jemanden groß und stark machen. Ja, komm, wir pushen einen der Zugbegleiter mal. Wo, was wäre das andere? Ja, komm, hier. Haben wir jetzt halt einen Defer. Und du kriegst halt 10 Angriff, falls du doch mal so einen Hund überlebst. Was sollen wir denn mit dem Geld, wenn wir es nicht verwenden? Der erste Zauber, der in jedem Zug gespielt wird, erhält Verbrauch. Ob das auch gilt für Zauber mit Verbrauch? Spiele ich dir als erstes nämlich. Mal gucken. So, es gilt ja nur für Zauber. Ich bin nur gleich für den nächsten. Also solange wir keine Vernichtung unten haben, können wir den da raushauen. Steht eh nur im Weg. Ja, das Trampel würde mir jetzt helfen, wenn wir das durchtrampeln könnten. Ihr seht vielleicht mein Problem, was ich jetzt hier habe. Der geht vorher drauf. Ich muss also irgendein Opfer bringen. Erstmal machen wir das weg. Ich glaube nebenbei nicht, dass der Kobold einen Vorteil bringt. So. Dann ist der schon mal sinnvoll als Menschenopfer. Hoppla. Als Opfer weggebracht. So, wie war das? Drin Zauber. Wenn du in die zweite Einheit einen Zug rufst. Okay, passt mal auf. Zack, dann sichern wir die unten jetzt halt hiermit ab. Moment, du musst doch. Ist beinahe Mist gebaut. So, Lebensraub. Ist für dich. Alles andere kriegst du jetzt erstmal. Okay. Wenn du die zweite Einheit in einen Zug rufst, zählt er als Einheiten? Das müssen wir kurz mal austesten. Hat er E-Verbrauch? Ja, hat geklappt. Da kriegst du jetzt einen Doppelschlag. Ha, schönes Gefühl. So, dann können wir auch die ganzen Schadensdinger hier wegklappen. Ja, was soll ich machen? Man kann nicht immer gewinnen, ne?
Irgendwie habe ich aber Mist gebaut anscheinend. So, das oben ist schon mal geregelt. Die zweite Einheit spiele. Ist er die zweite? Retten kann ich ja sowieso hier nicht. Der geht eh drauf. Ja, jetzt nur eine Einheit nach. Yeah. Ach so, der schützt jetzt. Na gut. Wir müssen ja nur überleben. Das schaffen wir. So, der erste Zauber hält Verbrauch. So, jetzt schauen wir mal kurz. Ha, das entbindet die anderen Wirkenschaften. Cool. Cool. Steht der noch eine Runde? Ja, Lebensraum braucht er eigentlich nicht. ...15 Schaden. Habe ich nichts von. Gut, wenn man für Zauber die Verbrauch haben. Nicht ärgern. Wir haben genug Mana für alle. Deswegen, du kriegst noch den. Moment, der killt den. Können vielleicht sowas bringen, den zu spielen. Und ich stelle mich schon mal hier hin. Vielleicht kommt ja mal irgendwas. Letzte Welle. Das heißt, den brauchen wir noch. Hat eh Verbrauch. Gilt als Zauber? Cool. Hände 3 Wut an, ja. Kann den nicht schaden. In der Mitte bringt's nichts. Ich bin's auch mal hier. Ja, ja, das Spiel, das hat schon was. Und zwar ein Hauptschwierigkeitsgrad. So, Verbrauch hat der so oder so. Ja,
kann so viel, macht das keinen Unterschied. Krass, 43 Karten die Verbrauchsstapel liegen. So, den können wir eh nicht gebrauchen, denn der haut uns selber weg. Ja, für mehr mal kein Platz. Aber wir haben noch 7 Mana, wir gewinnen. Ich weiß es. Ja, und ihr seht, beim Multischlag ist das Schadensschild halt schon runter. Ja, und unsere Lebenssache, dass wir Leben abziehen können, kriegen natürlich nicht so lange das Schadensschild da ist. Und trotzdem zählt das mit runter. Aber wir haben genug aufgebaut, wir halten durch. Ja, und damit ist es fällig. Bam! Hey, geschafft! Ja, die Umbras sind halt geil. Jo, zeigt mal her, was kriegen wir noch? Hey, wird Umbrage gewonnen. Glückwunsch. Zack. Schattenbelagerung. Oh, wow. Okay, ich verstehe den aber. Wenn man so viel Mana jetzt quasi angesammelt hat, kann man alleine mit denen eine ganze Ebene einnehmen. Ja, ist ein geiles Ding. Gefällt mir. Finde ich gut. Gebt einen Daumen hoch. Okay, das waren die Umbra. Habe ich euch jetzt mal vorgestellt. Ihr seht, geile Mechanik. Als nächstes schauen wir uns dann, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die zerfließenden Lots oder so ähnlich an. Oder schmelzende Relikte, genau, schmelzende Relikte. Und da habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, wie man die am besten spielt. Und ja, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Wer euch abonniert hat, darf das sehr gerne nachholen. Ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch einen schönen Tag und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!